Jo, hallo Leute. Wir haben eine Sondersendung von Dexter Reach zum Thema, was jetzt, denke mal, viele von euch wissen, dass Mega Upload Down ist. Ja, ich hab lange mit mir über gerungen, ob ich da überhaupt ein Video zu mache, beziehungsweise ein Audiolog zu mache. Ich habe mir gedacht, machst du doch mal eins, um einfach mal ein paar Sachen klarzustellen. Also, was ist eigentlich passiert? Das FBI hat die Domäne, beziehungsweise die Firma Mega Upload Unlimited, wozu auch Mega Video, Mega Musik und wie die ganzen anderen Unterfirmen heißen. Ich glaube, insgesamt gehört das alles Alexa.com. Wurden geschlossen. Es wurden ein paar Leute in Neuseeland verhaftet, wie darunter auch zum Beispiel Kim Schmitz, den ich persönlich als sehr sympathischen Menschen empfinde. Ja, weil er einfach, sag mal, von meinem Schlag ist. So, weil es einfach. Ich finde deine Lebenseinstellung ganz gut. Es gibt auch ein schönes, müsst ihr euch mal angucken, ein legendäres Interview bei Harald Schmidt mit ihm. Das ist einfach nur genial. Einfach mal gucken. Ja, und wir hatten ein paar Leute wurden auch in den USA verhaftet. Den deutschen Leuten ist bis jetzt noch keine, also für, bis jetzt, die haben noch keinen Stress, da nur wer amerikanische Staatsbürgerschaft hat, wird überführt. Also es war wirklich nur eine, es war eine Aktion der US-Behörden halt. Zu dem Thema. Ja, also es ging von, wie heißen sie, Universal Media, Universal Music, ging es aus, weil da ja Kim Schmitz dieses Video produziert hat, wo er diese Stars gekauft hat, wie, ich weiß gar nicht, wer da alles dabei war, Snoop Dogg und, also ich kennt auch, wie man diesen Mega-Upload, oder diesen Mega-Upload-Song, den kennt ihr ja bestimmt. Und da hat sich Universal Music gedacht, dann gucken wir doch mal, so. Gut, was kommt daraus für Konsequenzen? Also was folgen daraus für Konsequenzen? Für euch gar nichts. Für Kim Schmitz und seine Leute wird es ein harter Gerichtskampf werden. Aber ich denke mal, die werden da irgendwie rauskommen, weil da ist genug Geld vorhanden. Und was wollte ich? Ja, genau. Also für Downloader oder Leute, die ja geguckt haben, auch wenn ihr dann einen Account habt, euch passiert da gar nichts. Es kann höchstens passieren, dass die Leute, die da was abgeloadet haben, also die aber wirklich nur urheberrechtlich geschütztes Material abgeloadet haben, denen könnte was passieren. Steht aber auch noch nicht fest. Und ich denke dann auch nur wirklich Menschen mit US-Staatsbürgerschaft und Pipapo. Steht aber noch nicht fest. Da muss man einfach mal ein bisschen abwarten. Ja, was bedeutet das für die Szene? Im Großen und Ganzen bedeutet das für die Szene gar nichts. Da Mega-Upload eigentlich nur für Leute waren, die downloaden wollten und halt sich halt Sachen angucken wollten. Für Uploader war Mega-Upload ein totaler Graus, weil es einfach nur schlecht konzipiert war. Also jetzt ist es wie die griechische Mythologie uns schon lehrt, schlag der Hydra den Kopf ab, zwei wachsen nach. Das ist einfach so. Also Mega-Upload verschwindet jetzt und dann kommen 10 neue. Also ihr werdet da keine Probleme haben, da irgendwie einen anderen vernünftigen Hoster zu finden. Zum anderen Punkt, Mega-Video oder Mega-Upload, verwechselt es bitte nicht mit einem File-Sharing-Portal. Wer das erzählt, ist absoluter Schwachsinn. Mega-Upload war oder ist nie gewesen ein File-Sharing-Portal. Es war immer schon ein einfacher Hoster. Mega, in den AGBs steht auch drin, dass bei Mega Video wegen urheberrechtlichen geschütztem Material, um das mal nochmal anzusprechen, es muss darauf hingewiesen sein, dass dieses Material urheberrechtlich geschützt ist, denn werden die Files auch sofort gesperrt. Das war schon immer so und das wird auch so sein. Was denkt ihr, Mega Upload wird wiederkommen? Ja, es wird auf jeden Fall wiederkommen. Es gibt genug Hintermänner, die Skripts haben, die das Geld haben, die das Know-how haben, um die Seite wieder aufzusetzen. Das ist genau das gleiche wie bei Kino.to. Es wird wiederkommen, aber halt nur nicht in den Maßen. Warum wurde es hochgenommen? Es war einfach nur ein Fehler von Kim Schmitz, dieses Video zu produzieren. Da hat er sich halt ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt. Mehr war es nicht. Ja. Und ja, wie gesagt, das Wichtigste war jetzt schon mal so ein bisschen zusammengefasst. Ich werde da zu dem Thema auch nichts mehr machen. Die Aktion von Anonymous mit dem DDoS-Attacken, also mit diesen virtuellen Sitzblockaden vor Universal Music und Justizbehörden und alles, fand ich super, fand ich gut, unterstütze ich vollkommen. Finde ich gut von euch. Ja, für mich bitte ist nichts mehr zu sagen, außer dass ich das halt eine komplette Sauerei finde. Und ja, was ich noch sagen würde, ich habe irgendwo mal einen Tweet gelesen. Jetzt meldet sich mein Avira, ja, bla bla bla. Ich habe da irgendwo einen Tweet gelesen, dass es absolut, wenn man da downloadet, dass man da, dass die Künstler dann kein Geld verdienen durch die Musik und dass Arbeitsplätze wegfallen, das ist absoluter Schwachsinn, so also macht euch da überhaupt keinen Kopf.
Ihr müsst es so sehen, wenn ein Künstler eine CD produziert, also ich sag mal, gut, die Produktion ist richtig, es ist teuer, das ist das allgemeine Aufnehmen von den Liedern ist sehr teuer und es steckt halt viel Schweiß drin und viel Herzblut, das glaube ich, aber die eigentliche Produktion sind Centbeträge, was so eine CD kostet, eine Herstellung. Sondern ich sag mal, wenn so ein Film auf DVD 10 € kostet, oder ich sag mal, Musik-CD ist es einfacher, weil so eine Musik-CD wirklich 14 € kostet im Laden als neues Album, verdient der Künstler daran vielleicht 50 Cent bis 1 €. Also es ist lächerlich, also er könnte auch jemanden in 1 € in den Hut schmeißen, das ist genau das Gleiche. Nee, aber ich weiß, war jetzt nicht ganz passend, aber ungefähr ist es so. Um das mal ein bisschen deutlich zu sagen, also ein Künstler lebt eigentlich wirklich von Live-Auftritten, von Werbung, ein Künstler lebt halt von seiner Bekanntheit. Und ich sag mal, File-Sharing ist eigentlich meiner Meinung nach immer noch die beste Werbung für einen Künstler, weil sie einfach kostenlos ist. Millionen Leute sehen, hören deine Musik, lesen dein Zeug, spielen deine Spiele, sehen deine Filme einfach nur. Das ist die beste Werbung, die man machen kann. Und ja, es gibt auch genug Leute, die sich die Sachen vorher downloaden, um sie zu testen und sich dann die Originale zu kaufen, beziehungsweise sich dann später billig die Originale zu kaufen oder dann, wenn der Film auf Blu-ray kostet oder sonstiges. Über Kinopreise, denke ich mal, brauchen wir uns nicht unterhalten. Das ist eh die größte Sauerei, was derzeit abgeht. Das sind nicht 10 € für eine Kinokarte, ist doch zurzeit ein bisschen happig. Bin ich auch nicht wirklich bereit, das zu bezahlen. Und ja, also wie gesagt, macht euch da drüber keinen wirklichen Kopf, das wird schon irgendwann ein neuer Hostler kommen. Ja, das war's eigentlich auch schon von mir und keep cool und ich bin raus, macht's gut, ciao.